Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Ni no Kuni 2, Schicksal eines Königreichs. Ja, meine Lieben, ich habe keine Ahnung, was im letzten Part kaputt gegangen ist. Ich habe schon gedacht und befürchtet, dass jetzt irgendwie, keine Ahnung, mein HDMI-Kabel kaputt gegangen ist. Oder noch schlimmer, dass die PlayStation 4 kaputt gegangen ist. Aber dem ist nicht so. Ich habe keine Ahnung, was das war, weil ich habe dann nachher den Dungeon hier verlassen. Bin rausgegangen aus diesem Tempel, sage ich jetzt mal. Und auf einmal ging es wieder. Also ich hatte dann auf einmal wieder Musik. Dann habe ich den Tempel wieder betreten und die Musik war wieder weg. Also weiß ich jetzt nicht, war das ein Fehler der PlayStation oder des Spiels oder hat sich da sonst irgendwie was in der Technik aufgehängt? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, nach einem Neustart der PlayStation 4 beziehungsweise nach einem Neustart des Spiels hat es dann wieder funktioniert. So, hier war ich stehen geblieben. Und zwar war meine Idee ja jetzt, genau, das müsste nämlich eigentlich hinhauen. Meine Idee war, hier lang zu rennen. So, beziehungsweise ich habe das ja sogar schon so gemacht. Aber ich muss natürlich die richtig rumdrehen. So, und das müsste jetzt richtig sein. Jawohl. Sehr schön. So, jetzt kann ich nämlich hier runter rennen. Ja, das habe ich nämlich vorher einfach falsch gemacht. Oh oh. Jetzt habe ich das hier falsch gemacht. Glaube ich. Oder? Ja, doch. Nee, doch nicht. Alles gut. Oh, Gott sei Dank. Doch nichts falsch gemacht. So, und jetzt kann ich nämlich hier hin und kann das hier wieder drehen. Und zwar nach hier. So, jetzt ist die Frage. Also wir haben jetzt das mit dem Rosa. Und mit dem Rot haben wir gemacht. Jetzt kommt als nächstes kommt Orange. Nämlich erstmal dran. Als nächstes kommt Orange dran. Jetzt muss ich erstmal wieder gucken. Orange. Also könnte ich da so laufen. Aber ich muss Orange ja auch noch richtig rumdrehen. Also muss ich ja im Grunde so, so, so. Dann kann ich mir da noch mein Pünktchen holen. Dann so, das könnte funktionieren. Ja, muss funktionieren. Ich darf mir nur nicht meinen Weg verbauen. So, jetzt hier mein Pünktchen holen. Das müssen wir jetzt zum Turm drehen. Genau, weil die hat ja mit vollem Körpereinsatz den Turm gesprengt. Und dann hat der Junge... Oh. Dann hat der Junge... Oh nein, wie ging das jetzt? Geschichte nochmal ein. Ah, Moment. Da... Und in einem Moment, als der Drache ihm seinen Schwachpunkt entgegenwandte, sprach der Junge den heiligen Zauber. Was ist denn der Schwachpunkt von dem? Ich würde ja sagen so, oder? Ja, der Rücken bestimmt nicht. Ja, ich würde echt sagen so. Jawohl, seine Türme und Macht beraubt. Yay, wir haben es geschafft. Jawohl. Möchtest du das Kapitel abschließen? Ja, natürlich. Und in einem Moment, als der Drache ihm seinen Schwachpunkt entgegenwandte, sprach der Junge seinen Zauber. Das Juwel zersprang, das der Drachen, bla bla bla. Du bist auf dem richtigen Pfad, dem Verlauf der Geschichte gefolgt. Yay, drei Blätterkraut. Waisengeheimnis, aha. Und ein Schamschir habe ich gekriegt. Du hast mich wahrlich von deinem Wissen überzeugt. Oh, das scheint der Weg hier raus zu sein. Okay, dann kommt jetzt wahrscheinlich noch die Kampfprüfung. Nehme ich mal an. Hat er ja gesagt, oder die Mutprüfung. Oha. Wow. Wo? Bin ich über dem Himmel? Dies ist die Prüfung des Mutes. Go for. Fülle dein Schwert mit all deinem Mut und stelle dich dem Gegner.
Oha. Oha. Ja, wohl dieser Gegner ist, ja, das frage ich mich auch gerade. Hey, aber hier kann ich immerhin abspeichern. Das ist ja schon mal was. Möchtest du speichern? Ja. Natürlich möchte ich speichern. Und ich hoffe, es passiert da nicht nochmal so ein komischer Fehler. Nicht, dass doch noch irgendwie meine PlayStation kaputt geht, ey. Das wäre ja furchtbar. Ist das eine Art Arena? Ja, wahrscheinlich. Oha, der sieht sauer aus. Baba, die fleischgewordene Mutprobe. Na super. Cooley! Wow! Ach du meine Güte. Mist, es hat nicht funktioniert. Himmel. Ah, er liegt. Oh, Moment kurz mal. So, sorry, dass ich hier kurz eine Pause machen musste. Aber irgendwie musste ich voll husten, ich weiß auch nicht. Waffenwechsel manuell, Waffenwechsel halbautomatisch. Ah, okay, dadurch kann ich das verändern. Immerhin was herausgefunden, jetzt lass mich doch meinen. Oh Mann, du Riesenvieh, du. Ist ja gut jetzt hier. Oh, alle drei ein neues Level. Sehr schön. Und ich habe Kunstlederstiefel bekommen. Evan! Sieht so aus, als wäre es geschafft. Roland! Shanti! Evan Pettywhisker Tildrum, thou hast proven thyself worthy. A kingmaker shall be thine. Where is it? Oi, don't be here, man! Ernsthaft? Was will denn dieser Winzling? Ist das ein Monster? Oh, the cheek! Jetzt schlägt's aber 13. Ich bin ein stattlicher Wächter. Ich bin weder winzig noch sonst was. Noch so eine Frechheit und ich zieh euch eins über. Hallo? Du bist der Wächter? Was reicht, man? Aber hallo, ich bin Remy. Freut mich. Dann hat Evan die Prüfung also bestanden. Und ist berechtigt, König zu werden. You went wrong there. Yep, so ist das, wenn man meine Gunst hat. Irgendwie habe ich mir dich völlig anders vorgestellt. Okay. Ey, ihr seid ganz schön unhöflich. Wenn ich erstmal loslege, bin ich nicht zu stoppen, zugegeben. Momentan bin ich noch etwas... Egal. Lass uns schnell den Pakt schließen. Hast nicht zufällig so eine coole Paktutensilie mit, oder? Ach so, Paktutensilien sind was Heiliges, also keine Waffe, mit denen ihr Monster platt macht. Oh,
Oh, ich wusste gar nicht, dass man sowas braucht. Dieses Schwert und diesen Stab kann ich dann wohl nicht nehmen. Was ist denn sonst noch geeignet? Nimm, was dir lieb ist, aber mach hinne. Wie wäre es mit diesem Zweig? Also dann. Moment, ein Zweig? Really? Ein Pakt mit einem Zweig? Ich werd nicht mehr. Etwas mehr Riss. Ach, egal. Habt ihr schließlich die Wahl gelassen. Sieht ja auch einigermaßen robust aus. Wird schon passen. Dann also zum Pakt. Erstmal musst du den Zweig hochheben. Come on, come on. It's beautiful. Righto, my turn. And that's us joined forever. Good. Es ist nicht zu fassen, ey. Was du da gerade gesehen hast, war das Wächterband. Das ist die Verbindung zwischen König und Wächter. Das Wächterband? Ist es nicht ein bisschen dünn? Sieht nicht besonders stabil aus. Crikey. Ja, wir haben es jetzt gerade erst geschaffen. Wenn das Königreich wächst, wird die Verbindung zum Wächter tiefer und das Wächterband wird stärker. Dann sollten wir schleunigst mit der Gründung unseres Königreichs beginnen. Das ist die richtige Einstellung, Mann. Flip! Ach so, fast vergessen. Ich habe noch was Cooles, das ich dir geben muss. Was Cooles? Was total Cooles, guck. Kampf-Equalizer, was? und was ist das? Eine Steinplatte? Eine Steinplatte? Ich habe mich wohl verhört. Da ist schließlich all meine wächterliche Kraft drinne. Ich nenne es den Kampf-Equalizer. Cool, was? Okay, ist ein sehr nützliches Werkzeug, mit dem du dir verschiedene Vorteile im Kampf sichern kannst. Wähle im Hauptmenü den Kampf-Equalizer. Okay. Wenn du den richtig benutzt, kannst du noch wirkungsvoller kämpfen. Das wird ein Spaziergang. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe keine Ahnung, was das Ding uns bringen soll. Nur Geduld. Übung macht den Meister. Wenn ihr ihn erstmal benutzt, werdet ihr schon verstehen. Alright. Damit wäre der Pakt also geschlossen. Kehren wir erstmal zum Versteck der Luftpiraten zurück. Oh Mann. Frischluft. Mann, ist das lange her. Gut, dann lasst uns den Bossbericht erstatten. Wieso kriege ich so ein kleines komisches Vieh als Wächter? Ich verstehe das nicht. Warum? Ich dachte, ich kriege irgendwie ein cooles Etwas, aber ich kriege ein kleines komisches Etwas. Kann wohl nicht wahr sein. Haben sie mich jetzt aber ganz schön übers Ohr gehauen wahrscheinlich. Naja, egal, dann gehe ich jetzt erstmal zum Big Boss. Der Kleine rennt mir da hinterher. So, mal schauen, was der Big Boss sagt. Oh, yeah. Hätte nicht gedacht, dass ihr das Heil übersteht. Dein Gesicht sagt mir, du warst erfolgreich. Darf ich vorstellen, der Wächter meines Landes, Remy. Oho, das ist also der Wächter. Sieht aus wie eine Kaulquappe. Naja, Größe ist nicht alles, was? Wart's nur ab, du Banause! Jungs, heute Nacht wird gefeiert und zwar ordentlich, bereitet alles vor. Echt jetzt, eine Fete? Ha. Juhu!
That night, the Sky Pirates celebrated Evan and his friend's success into the wee small hours. They all agreed that Evan was a fine young man indeed, and that he would make an even finer king. And then, morning came. Sieh nur die Sonne. Oh, ist es schon morgen? Gosh, wie schön. Evan, you mean to become king of this here world, is I not so? Yes. Well now, there's a thing. I see something in you, and I'm not the only one. What are you doing? The men of Cloudcoil Canyon do hereby swear fealty. We serve you now, your majesty. Huh? Gosh. So it was that the very Sky Pirates who had once sworn to take Evan's life now swore to devote their own lives to serving him. And with this fledgling following, he took his first steps on the long road to ruling the world. You seem pleased. I am. It all happened just as you said it would. I met lots of new people and made lots of new friends. Perhaps I really can keep my promise to Nella. So you really are going to rule the world then? You don't do things by halves, do you? But building a kingdom is hard work. And building a great kingdom is even harder. It's not going to be easy. I know that. But I'm going to try. I have to. Spoken like a true leader. You'll be meeting a lot more people soon, Evan. You have to listen to them, all of them. And you have to remember the things they tell you. It will make you a better king. I'll try my best. Sorry, I'm talking as if I know everything again. But I'm right, I think. I trust the person who taught me all of this more than anyone else in the world, and so should you. Until next time, Evan, goodbye. But, oh. Möchtest du speichern? Nö. Ich will nicht immer speichern. Das ist ja alles schön und gut, aber wir können ja wohl schlecht mit der gesamten Bande im Schlepptau losziehen, ohne auch nur die leiseste Ahnung, wo dieses Land entstehen wird. Yeah. Stimmt. Und außerdem können wir hier nicht so von heute auf morgen alles stehen und liegen lassen und uns einfach dünne machen. Oi. Hey Evan, worum geht's bei euch gerade? Wir überlegen, wo wir unser Land gründen sollen. Da müssen wir wohl klein anfangen. Wir reißen uns am besten irgendwo ein Dorf unter den Nagel und dann sehen wir weiter. No. Falls es dir entgangen ist, wir wollen keine Piraten werden, sondern ein Land aufbauen. Das war doch nur ein Witz. So jung und schon so humorfrei. Mhm. Eine gute Lage ist sehr wichtig für die Entwicklung eines Landes. Das ist eine ernste Angelegenheit. Der macht immer ein Gesicht, als ob er sich was eingeklemmt hätte. Shanti, das ist wirklich ein ernstes Thema. Aber du hast recht. Ein neu gegründetes Land befindet sich immer in einer gefährlichen Situation.
Die bestehenden Mächte tolerieren nur selten einen neuen Rivalen in ihrer Mitte. Eine strategisch günstige Lage ist daher für ein kleines Land überlebenswichtig. Also gut, und was genau schwebt dir vor? Wir suchen eine Region mit leicht zu erschließenden Rohstoffquellen, die vor Angriffen von außen gut geschützt ist. Mit anderen Worten... Genau hier. Evan and his motley crew of would-be kingdom builders turned their gaze eastward to the Heartlands. These verdant plains were as yet unclaimed by any nation. But would they prove a fitting place for Evan's promised kingdom? Chapter 3: The Town That Tempted Fate. Die Melanzani-Ebene ist gar nicht so weit weg von hier. Wenn man die Berge erstmal hinter sich hat, muss man nur noch durch den Ruinengürtel und schon ist man da. Können wir denn nicht einfach den Luftweg nehmen? Well, no. Unmöglich ist es nicht bloß. Unsere Schwalbertrosse sind dafür gebaut, um auf dem Wind zu gleiten. Hier zwischen den Klippen weht ständig Wind. Aber das ist ja nicht überall so und ohne nutzen uns die Dinger leider gar nichts. Dann müssen wir wohl oder übel zu Fuß gehen. Listen here. Ei, da gibt's so ein kleines Problem. Im Ruinengürtel geben sich die Räuberbanden hier aus der Gegend praktisch die Klinke in die Hand. Erst Luftpiraten, dann Räuberbanden. Yeah. Kein Vergleich, das ist wirklich ein ganz übler Haufen. Wenn die Blut riechen, kommen sie aus ihren Löchern gekrochen wie die Kakerlaken. Masse statt Klasse eben. Aber keine Sorge, wir werden da schließlich auch nicht nur zu viert anrücken. Shanti, ruf doch mal die beiden üblichen Verdächtigen. Boss! Ja, Boss, wo brennt's? No, listen here. Hört zu, Jungs. Wir werden in der Melanzani-Ebene ein neues Königreich gründen. Und dafür müssen wir mit unseren Nachbarn im Ruinengürtel ein freundliches Gespräch führen, alles klar? Dann trommelt mal eure Jungs aus den Kojen. Hoho, wir dürfen den Landratten eins überbürsten. Hehe, kommt mir gerade recht. Ich habe schon länger so einen Jucken in der Faust. Juhu, ich bin schon ganz hibbelig. Hä? Penny? Was willst du denn hier? Soweit ich mich erinnere, habe ich nur Pierre und Carlo gerufen. Hallo? Ein neues Königreich? Wie oft passiert sowas? Da will man doch dabei sein. Warum eigentlich nicht? Lass sie doch mitkommen. Was sagst du, Evan? Sicher, ich habe nichts dagegen. Na schön, wenn's Evan recht ist, soll's mir auch recht sein. Aber eins sage ich dir, wenn ich dir wieder aus der Patsche helfen muss. Keine Sorge, wird schon schief gehen. Pierre, Carlo und Penny unterstützen dich ab sofort auf deiner Reise. Listen here. Ab sofort kannst du im Kampf auch auf mich zählen. Bin ja mehr der Typ fürs Grobe, aber die Entscheidungen in Sachen Taktik überlasse ich gerne meinem König. Soren hat sich deiner Gruppe angeschlossen. I'll be counting on you. Danke, du wirst sicher eine große Hilfe sein. Mit der berüchtigten Himmelsschlange als Verbündeten kann ja nichts mehr schiefgehen, was? Genau, also dann auf zur Melanzani-Ebene. Ja, ich freue mich, aber meine Lieben, das müssen wir im nächsten Part machen. Buhu! Also bis zum nächsten Mal dann. Tschüssi!